Wir kommen zur Rasse Hereford. Ein Hereford Bulle wird jetzt hereinkommen. In vielen Ländern der Welt werden Hereford-Rinder gehalten. Hereford ist eine klassische Fleischrinderrasse, die oft den Grundstein für eine gezielte Fleischerzeugung legt. Viel mehr dazu sagt Ihnen aber jetzt der Vorsitzende, nein, nicht der Vorsitzende, der Mitarbeiter des Bundesverbands Deutscher Hereford-Züchter, Carsten Schmidt. Ja, danke, Herr Mölder. Ja, meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zur Vorstellung unserer Rasse, auch im Namen des Bundesverbandes Deutscher Hereford-Züchter. Und gleichzeitig möchten wir Ihnen unseren Bullen Herkules präsentieren. Herkules ist gezüchtet und beziehungsweise Züchter und Besitzer des Tieres ist die Agrar GmbH Wiesen. Wiesen ist ein Ortsteil von Wittstock, liegt auf halber Höhe zwischen Rostock und Berlin, so anderthalb Stunden nördlich von Berlin. Wer mal Zeit und Lust hat, sich Hereford-Tiere anzugucken, einfach mal vorbeifahren, kurz vorher anrufen, das ist jederzeit möglich. Herkules selber ist geboren am 29.05.2003, also gut 7,5 Jahre alt. Er bringt derzeit ein Gewicht von 1200 Kilogramm auf die Waage und hat eine Kreuzbeinhöhe von 1,49 Meter. Herkules ist schon ein sehr altbewährter Schaubulle, der schon viele Erfolge hinter sich hat. So ist er diesjähriger Gesamtsieger der Brandenburgischen Landesschau, der Brala, Fleischrinder über alle Klassen. 2008 ist er Sieger auf der Mela, der Mecklenburgischen Ausstellung gewesen. So, daran erkennt man, dass er also auch wirklich top dasteht. An Herkules selber möchten wir Ihnen mal so ein bisschen die charakteristischen bzw. die äußeren Erscheinungsmerkmale eines Hereford-Bullen darstellen. Zum einen ganz prägnant, und das werden Sie bei allen Hereford-Rindern wiederfinden, ist der sich dominant vererbende weiße Kopf. Das ist auch bei Kreuzungstieren immer der Fall, wenn die eingesetzt werden. Der weiße Kopf ist immer zu sehen. Anmerkung dazu, wir haben Ihnen hier den hornlosen Bullen vorgestellt. Es gibt auch gehörte Hereford-Rinder, die werden allerdings in Deutschland nicht so weit verbreitet, weltweit dann schon eher sehr. Ja, zur Genetik möchten wir vielleicht kurz noch einfügen bei Herkules. Er stammt väterlicherseits von dem Bullen Heston ab. Heston hat sehr viel kanadisches Blut in sich, da möchte ich später nochmal drauf eingehen. Mütterlicherseits stammt er von der Kuh Astrid der Agrar GmbH Wiesen ab, die wiederum zurückgeht auf den doch bekannten Verehrer Dirham. Machen wir mal weiter mit den charakteristischen Merkmalen des Hereford-Rindes. Bei Herkules die Farbe, andere Rinder gibt es in mehreren Farben, Hereford gibt es nur in dieser Farbe. Das heißt dunkelbraun bis rotbraunes Fell. Darüber hinaus ist der weiße Unterbauch und die weiße Schwanzkasse und die weißen Beine, das ist typisch. Bei Herkules haben wir ein besonderes Merkmal, das sind die Augen. Da ist eine schwarze oder eine dunkle Pigmentierung. Das bedeutet, dass er dort die sogenannte Brille hat. Die ist durchaus gewünscht. Das ist ein Entscheidungsmerkmal für die kanadischen Linien, die das vielfach haben. Bei ihm ist nicht ganz so ausgeprägt wie auf den Bildern, die wir oben sehen, der weiße Nackenstrich. Das ist auch ein Merkmal kanadischer Blutlinien. Die haben das nicht ganz so ausgeprägt wie europäische Blutlinien, von denen wir hier die Bilder sehen. Ja, die Eigenschaften des Hereford-Rindes. Es ist sehr anpassungsfähig. Daran erkennt man auch die Vielzahl der Tiere. Aufgrund der Anpassungsfähigkeit hat sie es einfach geschafft, dass sie weltweit so stark verbreitet ist. Sie ist eigentlich weltweit neben Angus die meistverbreitete Rinderrasse. Wir gehen davon aus, dass wir ca. 6 Millionen reine Hereford-Tiere weltweit haben. Darüber hinaus haben sie eine sehr gute Futterverwertung. Das heißt, sie kommen wirklich dem Grundfutter sehr gut zurück. Wir haben dieses zum Beispiel auf unserer diesjährigen Fersenweide nachvollziehen können. Die Tiere dort hatten nur bei Grundfuttervorlage eine tägliche Zunahme von ca. 1200 Gramm, was wir aus unserer Sicht doch schon sehr beeindruckend finden. Darüber hinaus ist ganz entscheidend für Hereford auch, man sieht es an Herkules, die Umgänglichkeit. Also das heißt, sie sind relativ stressresistent, man kann viel mit ihnen machen, sie vertragen viel. Das ist auch mal ganz nett, dass man damit hinkommt. Darüber, bitte? Ja, wollte sie schlafen legen, das geht gleich, Herkules. Ja, darüber hinaus kommt noch die Leichtkalbigkeit. Das ist auch ein Kriterium von Hereford-Rindern, auch in der Kreuzung, wenn man sie einsetzt, führt das darauf zurück, dass halt die Leichtkalbigkeit sich auch gut vererbt. Ja, noch so ein paar Daten zu unserem Verband. Wir sind ca. 80 Mitglieder in Deutschland. Gehalten werden ca. 2000 Hereford-Rinder im Herdbuch eingetragen. Und wenn Sie noch weitere Informationen wünschen zur Rasse, die wir jetzt in Kürze der Zeit hier nicht geben können, dürfen wir Sie ganz recht herzlich drüben am Stand 1008 beim BDF begrüßen. Und wir möchten uns an dieser Stelle
recht herzlich bei Lothar Kritzel für die Vorstellung des Bullen bedanken und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag auf der Messe. Danke. Danke auch Carsten Schmidt vom Bundesverband Deutscher Herefordzüchter und danke an Herkules.